Jo Leute, was geht und willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Hilfe von Streamlabs euch im Stream Streamalerts hinzufügen könnt. Also zum Beispiel, wenn jemand euch folgt, dass ihr dann im Stream eine Meldung bekommt, und ihr dann natürlich auch die eure Mitzuschauer sehen könnt. Ja, dazu braucht ihr halt eure Streamprogramm. Ich nutze in dem Fall OBS, wie es auch die meisten, denke ich, benutzen. Und was ihr dazu noch braucht, ist Streamlabs. Ja, Link dazu zur Seite ist in der Beschreibung. Ich gehe direkt hier drauf. Und wenn ihr raus seid, wird das bei euch so aussehen. Dann geht ihr auf Login with Twitch oder YouTube, je nachdem worüber ihr es machen wollt. Ich tue es über Twitch, also gehe ich auch auf Login with Twitch. Ja, dann solltet ihr euch einloggen mit einem Account und solltet auf diese Seite kommen. Ja, ich habe meine Sprache jetzt auf Englisch, ihr könnt es natürlich auch auf Deutsch stellen. Das ist eh egal. Und ja, dann geht ihr hier unter Widgets auf Benachrichtigungsbox. So, dann habt ihr dieses Interface. Oben könnt ihr nun erstmal einstellen, für was ihr überhaupt eure Benachrichtigung bekommen wollt. Also sei es für Follows, wenn jemand euch folgt, oder für Donations. Und. Ja, ich meine, habe ich nur Raids, Hosts und Follows an. Den Rest nutze ich nicht, PCD habe ich noch nicht im Stream eingestellt. Ja, wenn ihr das habt, müsst ihr hier auf die, um die Bildschirmwelt anzuzeigen, klicken. Und dann habt ihr einen Link. Den kopiert ihr euch raus. Oh, ja, muss ich natürlich mal ganz kurz hier. Das Ganze. Aber schon machen, wenn ihr das nicht seht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr das hier alles eingestellt habt, dann klickt ihr hier auf, klicken sie, das zu zeigen und kopiert euch das raus. Mit Copy oder, ja. Dann geht ihr in OBS rein, macht hier auf das Plus oder restet einfach auf die Quellen, macht Browser Source und dort fügt ihr dann so OK drücken und fügt euch den Link hier an der Seite. So, ich brauch's nicht, weil ich schon einen Sub, sieht man hier unten bei mir, oder Raid Host. Wird aber dann so aussehen hier, so ein Kästchen, was dort angezeigt wird. Außer es ist OBS Classic. Ich habe Studio, aber bei Classic muss es ähnlich aussehen. Ja, das kann natürlich jetzt hier, kann natürlich sagen, ja, ich will es in der Ecke angezeigt werden oder ich will es halt in der Mitte. Ich finde es in der Mitte am praktischsten und ja. Bitte hier unten noch was machen, damit das hier nicht verändert werden kann. Aber das ist an sich egal. Ja, wenn ihr jetzt auf die Seite geht und auf Test Foto klickt, dann wird das hier angezeigt. Ja, ich habe jetzt gar keinen Sound an. Denn das wäre jetzt wieder auch ein bisschen unpraktisch. Ich kann es natürlich ganz kurz hier den Sound gleich anzeigen, dass mehr Follows und dazu geht ihr hier auf Follows. Ja, ihr könnt die Alerts erstmal einstellen, ob ihr, wenn ihr das überhaupt haben wollt mit Follow Alerts. Ja, ich habe es jetzt hier für Subscription und so disabled. Normalerweise. Das ist nicht eingestellt, hier alles. Oh ja. Wenn ihr auf Follows seid, könnt ihr hier das Layout auswählen. Also sagen wir mal jetzt, wie es normal ist, hast du hier die Animation und darunter der Text. Hier wäre es so, dass ihr die Animation und den Text direkt drüber habt. Empfehle ich keinem, weil das nicht so geil aussieht. Außer ihr habt aber schon das eingestellt. Oder hier links ist die Animation Rest von der Text. Ich finde das hier am geilsten. Und ich lasse es auch drin. Ich möchte hier die Animation auswählen. Ich habe jetzt hier Bounce in Up und Fade Out Down. Was ihr macht, kann euch überlassen sein. Ich lasse das so drin. Hier ist die Nachrichtenvorlage. Also was die Nachricht, die kommen soll unter diesem GIF in einer Follower zum Beispiel oder was auch noch anderes gibt. Bei mir steht jetzt hier der Name des jeweiligen Followers und ist nun auch ein Maggie Bacon. Ihr könnt für euch das eintragen, was ihr zum Beispiel bla 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 ist, keine Ahnung was. Ja, Textanimation. Ihr könnt da den Text animieren, also bitte wie aussehen, was der Text für eine Animation oder zum Beispiel Puls, Bounce, könnt ihr alles nehmen, was es so gibt. Ja, ich habe jetzt hier Puls eingestellt, aber sich ist aber egal, was ihr einstellt. Ja, das GIF, also die Animation, die rüber das Bild kommen soll, über den Text. Ihr müsst kein GIF einstellen, natürlich einfach auch noch ein normales Bild machen. Ich finde aber dieses so ein GIF ist natürlich viel besser als einfach ein Bild. Da geht's. Ihr könnt da einen Sound einstellen, der kommen soll. Und hier die Lautstärke. Ich habe sie für gewöhnlich auf 80%. Und ja. Hier ist die Benachrichtigungsdauer. Also wie lange der GIF und der Text eingeblendet werden soll. Ich habe für 10 Sekunden, denn dieses Twitch MP3, also mein Sound geht auch ca. 10 Sekunden. Bisschen länger sogar, also der geht genau zu sein, ca. 18 Sekunden, aber das kann ja egal sein. Hier, Verzögerung, also wann der Text eingeblendet. So, ihr könnt zum Beispiel auf eine Sekunde stellen, dann wird der Text erst, also dann wird erst dieses GIF kommen und eine Sekunde später erst der Text. Finde ich unpraktisch, deswegen habe ich es auf 0 gestellt. Der Rest hier unten kann eigentlich egal sein, da könnt ihr euch aber selbst für was anderes angucken. Aber das Wichtigste habe ich euch gezeigt, denke ich. Dann klickt ihr hier auf Save Settings. Und so, habt ihr es eingestellt. Ihr könnt natürlich noch ein bisschen was rumexperimentieren, was für euch besser ist. Gibt, denke ich, viele Arten, wie ihr es einstellen könnt. Ich kann es hier mal jetzt wieder anzeigen lassen, indem ich hier auf Test Foto klicke. Nichts krass Besonderes, habe ich jetzt gerade ein paar Minuten für Bots mal einzustellen, aber ja. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen und geholfen. Lasst doch eine positive Bewertung da und tschüss mit euch.